Das absolute Killermonster von Rainbow Friends erwartet uns heute in Monster Merch. Ich sag euch eins, es wird heute geisteskrank, denn ich habe mir 2,4 Millionen, ich wiederhole, 2,4 Millionen Diamanten zurückgelegt, beziehungsweise wollen wir das jetzt mal richtig aufrunden, damit ich heute die absolute Mega-Transformation in Rainbow Friends hier machen kann. Und wie man sehen kann, wir können uns davon eine ganze Menge holen. Jetzt werden wir allerdings erstmal diese beiden Enden hier pulverisieren mit einer neuen Unit, mit einer neuen richtig dicken Einheit. Ich mache jetzt erstmal den hier auf Orange, so. So, holen wir uns mal ein paar Fernkämpfer. Und zwar so, ja, was heißt ein paar? Wir wollen richtig viele haben. Das ist wichtig. So. Alright, alright. Jetzt können wir nämlich die Ente süß-sauer schon mal in... Wow, Catbo fusionieren. Okay, Catbo sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy aus. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wenn wir allerdings jetzt erstmal ein paar Blues kombinieren, dann können wir doch ganz sicher gleich bestimmt nochmal so eine richtig fette Unit machen. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Oh Gott, Leute, was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, ich habe den absoluten Blue hier, den Yellow King habe ich gemacht. Oh mein Gott, das war gar nicht mit, oh nein, Leute, das war gar nicht mit Absicht. Aber jetzt, okay, also jetzt ist Feierabend. Ich kann jetzt hier noch ein paar Cats sozusagen placen. Okay, das ist ja eigentlich ganz cool. Wir gucken mal, wie viele Units wir jetzt hinten reingestellt bekommen, aber sieht ganz danach aus, wenn wir erstmal so fahren müssen. Und jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Wir dürften jetzt eigentlich richtig gut klarkommen. Und ja, also der lasert hier anders rein. Ne? Guck dir mal den Bogenschützen an, wie der wegrasiert. Okay, wir haben jetzt ein ziemlich starkes Team, muss ich sagen. Weil der Yellow Blue King auch ziemlich strong ist insgesamt. Jetzt denken die, die können mich hier machen oder was? Pass mal auf. Wir werden jetzt einfach so, werden wir diese Units hier nach vorne bewegen. Auf die wird als erstes geschossen. Den packe ich hier gleich rüber. Und Leute, wir müssen natürlich immer gucken, dass wir eine Unit dazu kaufen. Aber ja, das sieht richtig schlecht aus für die Ente. Ente süß-sauer. Ich sage, wie es ist. Ente süß-sauer, gib mir. Ey, wir sind gerade mal Stufe 25 von 150. Das ist eigentlich voll wenig im Vergleich zu dem, was wir da noch komplett erreichen können. Und trotzdem sind wir vergleichsweise echt gut schwach, muss man sagen. Ne? Aber ja, ich möchte meine Units einfach noch ein bisschen aufbessern. Wir werden hier gleich noch einen Bogenschützen machen. Das ist erstmal so eine Reihe mit Roten am Start haben. Und wir gucken mal, dass wir jetzt hier gleich in die Ente... Wobei ich glaube nicht, dass wir die Ente straight killen werden. Ich denke, das wird eher so laufen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Ente kriegt aber vorher schon den Damage rein. Und der Weiße, also Kater, stirbt jetzt auch direkt. Wir kommen durch die Runden jetzt erstmal relativ easy durch. Das finde ich gut. Bisher alles auf entspannt. 65k nehmen wir mit. Wir nehmen nochmal 4000 auf entspannt mit. Und können uns jetzt erstmal hier noch eine größere Unit holen. Jetzt haben wir einen Blue, damit wir so ein bisschen, ja, baden können. Ne? Jetzt haben wir es halt mit Masse zu tun. Das ist ein bisschen shitty, sag ich mal. Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil es sind drei Hammermans. Diese Hammermans sind echt gut stark, muss man ganz klar auch sagen. Vielleicht sollten wir das eher so... Oh, okay, Alter, Leute, das Team ist richtig stark, ne? Oh, nee, ey, das bockt ja wieder gar nicht, oder was? Ja, okay, Alter, mal gucken, was so geht, ne? Ich kann es euch nicht sagen, aber... Oh, der Hammerman ist einfach zu strong. Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Das sieht... Oh, wobei, so schlecht sieht das gar nicht aus. Alter! Wie stark die Katze ist, Leute. Holy moly. Das hätte ich nicht erwartet. Normalerweise ist es ja immer so, dass so viele Einheiten eigentlich ziemlich stark sind. Aber in dem Fall ist die Katze wirklich extrem strong. Jetzt ist das hier so ein bisschen nicht ganz, naja, wie soll man sagen, nicht ganz ausgeglichen. Aber die, ich denke, die Katze wird jetzt erst den Blue weghitten. Wir stellen uns dann quasi hier rüber. Und vielleicht sollten wir noch ein paar Blues hier so in Reserve reindonnern und das genau so machen. Ich denke mal, ja. Nee, also das läuft richtig schlecht. Oh! Hey! Das ist so knapp! Die hat einfach mehr Damage gemacht, die Katze. Hä? Gar nicht cool. Okay, wir wurden hier ganz knapp wieder aus der Reserve geholt, aber kein Problem.
Ich hole uns einfach noch ein paar Katzen, dass wir so ein paar Schussfänger hier an der Corner haben. Und dann sollte das, denke ich mal, einfach auch passen. Also wir werden ja eigentlich das gleiche Kampfergebnis haben wie eben. Nur, dass die Katze jetzt halt einfach noch ein paar Schüsse mehr braucht, sozusagen. Genau. Ihr seht's, ne? Ja. Und jetzt haben wir den Vorteil. Jetzt haben wir den Vorteil und können die Katze easy rausnehmen. Sind auf Stufe 29. Alles auf chillig. Puh. Also bisher kein Problem, das Game für mich. Was haben wir hier jetzt? Ah, wir haben es jetzt hier mit noch mehr schwierigeren Gegnern zu tun. Wenn wir vielleicht mal... Ja, wir brauchen halt wieder Schussfänger, denke ich mal. Wir werden das dieses Mal auf die andere Seite so ein bisschen rüber platzieren, genau. Und noch eine Katze dahin machen. Und mal gucken einfach, wie der Fight jetzt wird. Ich glaube halt nicht, dass wir gewinnen. Weil dieses Mal sind sie zu viele Fernkämpfer. Es sei denn, er kriegt noch, ja, noch einen Hit durchbekommen, Leute. Das war gar nicht mal schlecht. Und wir haben wieder gleiche Situation. Und die Katzen müssten sich hier eigentlich auf entspannt erledigen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Das war eine sehr knappe Kiste, by the way. Aber auch die haben wir noch geschafft. Wir kriegen 86k mit. Es wird immer extremer. Und hier haben wir sogar schon mittlerweile zwei von diesen Golden Blues, ne? Boah, die sind doch einfach zu stark, ey. Die haben einfach viel zu viel davon wieder in dieses Game reingemacht. Aber egal. Wir gehen von hier rein und machen wirklich, da machen wir wirklich einfach nur so Schussfänger, ne? Ja, okay, das hätten wir nicht machen sollen. Also wir sind, denke ich mal, dann direkt tot jetzt. Leider wird meine Backline hinten komplett weggeschreddert. Ist sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist das halt, ne? Können wir nichts machen. Okay, das Team hier ist auf jeden Fall wieder viel zu stark. Und es heißt, wir müssen wieder reincashen. Es nützt nichts. Ich muss gucken, dass wir jetzt irgendwie neue Diamanten an Laden bekommen. Okay, okay. Ich habe mir jetzt 4 Millionen rangeholt. Digga, weil ich absolut stinkig war. Ich sag euch, wie es ist. Es wird, glaube ich, an der Zeit, dass wir die nächste ultimative Stufe beschwören. Und er wollte es ja auch so. Dann kriegt das auch so. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Katzen organisieren. Diese Katzen kombinieren wir jetzt erstmal zusammen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir allerdings noch mehr Katzen. Ja, das ist, ja, okay, wir brauchen echt viele Katzen. Ja gut, dann fangen wir mal mit den Blues erstmal an. Wir kriegen das schon irgendwie alles hin. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Mal Orange. Da machen wir jetzt erstmal so. Perfekt. Das sieht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ganz gut aus. Hier haben wir zwei Gelbe. Ich muss halt die Fernkämpfer, also die darf ich auf jeden Fall überhaupt nicht vernachlässigen. Wir müssen auch so ein bisschen unsere Kohle im Auge behalten. Wenn wir da jetzt noch mal richtig reinbuttern, glaube ich, wird das sehr interessant. Jetzt haben wir ja... Ah, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Da fehlen auf jeden Fall noch ein paar, denke ich. So. Okay. Ein paar fehlen noch. So, sehr gut. Die dann zusammen, die dann so, dann haben wir schon mal eine zweite Ente. Ente süß-sauer, Freunde. Aber wir wollen natürlich nicht nur Ente süß-sauer haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ach was. Cool. Okay, das geht ja deutlich schneller jetzt. Wusste ich gar nicht, aber ja, ist in Ordnung. Wir haben ja so ein bisschen unsere Masiana. Das ist okay. So. Boah, ich glaube, das wird jetzt... Doch, das wird gut. Das wird gut. Doch, doch, das wird gut. Oh ja, Leute. Oh ja, das wird sogar richtig gut. Okay. Wir kombinieren hier zusammen. Machen den mal so. Haben noch einen Sledgehammer-Man. Dann machen wir den hier hin. Den hier hin. Und wir haben jetzt richtig gute... Richtig gute Angriffsfähigkeiten. Stellen jetzt vielleicht nochmal hier so hin. Das könnte ein interessantes Ding werden. Ich glaube, jetzt sind wir schon durch unsere Fernkämpfer gut in der Lage, hier rechts ordentlich reinzupreschen. Ja, das sieht gut aus. Der erste Golden stirbt. Jetzt muss der erstmal hier rüber gehen. Ja, den Golden werden wir nicht packen, Leute. Obwohl, doch, doch, doch. Wir packen den. Nice! Alter! Ey, diese Katze ist einfach so ultramäßig stark, Leute. Trotzdem war das ein ziemlich knapper Kampf. Ich musste gerade 4 Millionen reinladen, damit wir das einigermaßen schaffen. Und ey, guckt euch mal das da oben an! Ist das pink mit Feuer? Yo! Oha!
Okay, komplett, also das ist jetzt, muss ich sagen, richtig krass. Dann würde ich doch einmal behaupten, packen wir ein paar Blues wieder hier hin, denn wir wollen erstmal dafür sorgen, dass jetzt Blue so ein bisschen Schuss fängt. Das wäre, glaube ich, dann sinnvoll, so aufzustellen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Blue hier angegriffen bekommen, aber ich denke, er wird auf jeden Fall ordentlich Damage machen. So viel ist sicher. Das weiß ich jetzt schon. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie es aussieht, aber wir kommen easy durch den Blue durch. Und ja, ich denke, den machen wir auch gut, aber trotzdem macht er unglaublich viel Schaden. Oh! Okay. Ja, es war so knapp. Ich habe den Blue tatsächlich noch erledigt, aber der war wirklich extrem stark. Uff. Und wir haben jetzt noch einen, oh mein Gott, einen, oh nee, Türkis Green, ne? Und das schon auf Level 32, schon fast die stärksten Units. Also, es ist schon ein bisschen illegal, so ein bisschen würde ich mal sagen, ne? Wir stellen vielleicht mal die Einheiten nach Stärke auf, kann man so sagen. Wir müssen hier auf jeden Fall den direkten Kontakt haben. So, glaube ich, ist das schon ganz gut. Wir schauen einmal, was passieren wird, wenn wir hier so hingehen. Ja, dadurch, dass die Enden oben halt abgedeckt sind, schwierig. Jetzt geht der Damage auch langsam flöten. Ja, das war's komplett. Und jetzt wird einfach nur noch reingefetzt. Ja, man sieht's, ne? Also, geisteskrank, wie diese Charaktere hier schon wieder sind. Und vor allem nach einer Stufe, wie sich das hier immer steigert. Da muss man ja nur noch Werbung reinziehen. Freunde, das war's auf jeden Fall mit einer Runde Monster Merch und Rainbow Friends. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch was. Kuss, Kuss. Dano out.